Zahlreiche Nachrichtenportale berichten über den Asteroiden mit der Kennung 2018 LF16, bezeichnen ihn als Monstrum mit gigantischem Ausmaß, der mit rasanter Geschwindigkeit durchs All eilt. Demnach könnte er die Erde schon in 4 Jahren treffen und ein Massensterben auslösen. Was wissen wir über diesen Asteroiden und was ist wirklich dran an dieser Horrormeldung? Die Antworten jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsnews. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Es soll ein gigantischer Mega-Asteroid sein, der laut einigen Newsseiten Kurs auf die Erde nimmt. Und nicht nur das. Den Meldungen zufolge soll die NASA sogar ein mögliches Datum für seinen Einschlag auf die Erde genannt haben. Konkret geht es um den Asteroiden mit der Kennung 2018 LF16, der mit einem Durchmesser von rund 200 Metern knapp doppelt so groß sein soll wie Londons Uhrturm Big Ben. Entdeckt wurde der Asteroid im Jahr 2018 im Juni. Wir berichten ja hier bei Geeks und Science Fiction immer wieder mal über Asteroiden, von denen manche tatsächlich eine Gefahr für die Erde und das Leben auf ihr darstellen könnten. Denn wir sind ständig bedroht von Kollisionen mit erdnahen Asteroiden. Viele Objekte sind klein und verglühen in der Atmosphäre, ohne dass wir es bemerken. Doch manche dringen eben auch in die Atmosphäre ein und das kann fatale Folgen haben. Fliegende Trümmer, Tsunamiwellen und schlimme Erdbeben etwa könnten einen Großteil des Lebens auf der Erde auslöschen. Hollywood-Filme zu solch einem Worst-Case-Szenario gibt es ja genügend. Aber auch erdnahe Asteroiden, die weniger als 1 Kilometer Durchmesser haben, können uns gefährlich werden, denn von ihnen sind nur wirklich ganz wenige bekannt. 2013 schlug ein solch unbekannter Asteroid in der Nähe des Uralgebirges in Tscheljabinsk ein. Obwohl er nur einen Durchmesser von 20 Metern und ein Gewicht von 16.000 Tonnen hatte, wurden 1.500 Menschen verletzt und 700 Gebäude wurden beschädigt. Für solch ein Szenario, der eben deutlich schlimmer, könnte laut einiger Nachrichtenportale eben auch der Asteroid 2018 LF16 auf der Erde sorgen. Es sind tatsächlich Meldungen, die seit einiger Zeit im Netz herumgehen und die Panik verbreiten könnten. Denn hier werden sogar mögliche Daten für einen Einschlag auf der Erde genannt. Schon am 8. August 2023, also in rund 4 Jahren, könnte es soweit sein. Oder eben am 3. August 2024. Und als ein weiteres mögliches Einschlagsdatum des Monstrums, so die Meldung, wird dann außerdem auch noch der 1. August 2025 genannt. Zudem ist von 62 verschiedenen Flugbahnen die Rede, die alle Kurs auf die Erde nehmen, beziehungsweise die sich mit der Erdumlaufbahn kreuzen könnten. Das alles basiert den Meldungen zufolge auf Angaben der NASA. Schauen wir uns das mal genau an. Fangen wir mal mit der Geschwindigkeit des Asteroiden an. Auf der offiziellen Webseite der NASA kann man in einer Tabelle alle Charakteristika von 2018 LF16 nachlesen. Demnach ist er mit 15 Kilometern pro Sekunde im All unterwegs, was für Asteroiden aber durchaus normal ist. Das ist also keineswegs besonders schnell, so wie es oft zu lesen ist. Auch was die 62 potenziellen Flugbahnen mit Kurs auf unserem Planeten angeht, sollte man genau hinschauen. Denn auch hier wird mit Blick auf die NASA-Tabelle deutlich, was gemeint ist. Hier listet die US-Bundesbehörde für die nächsten 100 Jahre 62 nahe Begegnungen zwischen der Erde und dem Asteroiden 2018 LF16 auf. Da es sich um einen erdnahen Asteroiden handelt, ist auch das keineswegs besonders besorgniserregend, denn erdnahe Asteroiden ziehen nun mal in der Nähe der Erde ihre Bahn. Die eben zitierten Termine im August 2023, 24 und 25 stammen ebenfalls aus dieser NASA-Tabelle. Hierbei handelt es sich aber um nicht mehr als die ersten 3 Daten der insgesamt 62 Vorbeiflüge, von denen ich eben gesprochen habe. Für jeden der gelisteten Vorbeiflüge wird auch eine theoretische Kollisionswahrscheinlichkeit genannt. Doch auch hier wird wieder deutlich, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich nicht extrem hoch, wenn nicht sogar niedrig, denn sie liegt bei dem ersten Termin im Jahr 2023, Achtung, bei 1 zu 370 Millionen, für August 2024 sogar bei 1 zu 480 Millionen und im Jahr 2025 liegt die theoretische Kollisionswahrscheinlichkeit des Asteroiden mit unserer Erde bei 1 zu 1,2 Milliarden. Also wenn man alle 62 Vorbeiflüge und deren entsprechenden einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammen addiert, beträgt sie 1 zu 30 Millionen. Anders gesagt, damit ist eine Kollision mit der Erde mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Natürlich muss man an dieser Stelle auch festhalten, dass die Bahn des Asteroiden noch nicht ganz exakt vorauszusagen ist. Dennoch ist es überhaupt nicht angebracht, dass der Asteroid 2018 LF16 irgendjemand schlaflose Nächte bereiten sollte. Denn laut NASA-Datenbank hat er eine Palermo-Zahl von knapp -6. Diese Palermo-Zahl ist ein Maß, um Asteroiden nach ihrer Gefährlichkeit einzustufen. Grob gesagt wird es ab einer Zahl kritisch, die deutlich über 0 liegt.
Klar ist auch, dass NASA, ESA und so weiter ab einer Zahl von -2 schon etwas genauer hinsehen. Und dazu kommt, mit einem Durchmesser von 200 Metern ist er schon groß, aber keinesfalls gigantisch oder gar ein Monstrum. Falls er die Erde also doch treffen würde, könnte dies für die Einschlagsregion durchaus dramatische Folgen haben. Doch ein Massensterben oder gar ein Weltuntergang können wir mal ausschließen. Denn das steht fest, 2018 11/16 gehört zu den kleineren Asteroiden, die wir kennen. Also Entwarnung. Was aber nicht heißt, dass Asteroiden ein ziemlich unkalkulierbares Risiko sind. Und sie können mehrere Kilometer groß sein. Das wäre eine Katastrophe, eine solche Kollision. Ständig schlagen auf der Erde welche ein. Und beim Tunguska-Ereignis oder beim Einschlag in Chelyabinsk haben wir Glück gehabt. Das muss nicht so bleiben und wir müssen mit einem großen Einschlag rechnen oder dem unbedingt vorbeugen. Wie groß die Gefahr ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Asteroiden bedrohen die Erde. Jederzeit Pflichtvideo für alle, die sich dafür interessieren. Also unbedingt draufklicken da und ansonsten bis dann. Bleibt dran.